For nothing. And got arrested. That was fun. It was moderately amusing. Nee, die Hellbinde hat mehrere von diesen Weltraumfischen, Eike. Wir werden optimistisch. All because of one lousy source. Guys, every misstep was just a step in the right direction towards completing our best plan yet. Say that again? What if we brought one of those ugly suckers all the way here, only to find out Lady H already had a full set? That would have sucked big time. Exactly. If we even got that far. What if we've been towing that thing when Novacore intercepted us? They would have taken our beast. See? This is working out. Sure, in a kind of bumpy, chaotic way, but we've still got a plan. Hat er einen Punkt, Eiko, oder? Nicht wahr? Hätten wir den Fisch jetzt eingesammelt in dieser Quarantänezone, dann hätten wir jetzt ihn entweder nicht mehr wegen dem Chor, oder? Wie gesagt, hat sie ja schon, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ja. What did the tree say? Es greift alles übereinander. In your case, that is doubtful. I agree with Groot. It's important to stay hydrated. Ich glaube, Rocket 3 wächst nicht mehr weiter. Ah, da ist noch einer. Obwohl, ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss einfach nur auf diese Körper hier achten, wo die anscheinend rausgekommen sind. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Dinger, die von oben runtergeschossen sind. It takes years of special training to operate these things. You had years of jet boot lessons. Nein. Let's just get this done. You can't be serious. Okay. It's farther than it looked. Much farther. It's a fucking infinity bridge, is what it is. Are you being dramatic, Rodent? The bridge ends at the fortress, therefore it is not infinite. Yeah, that's super comforting. Guess we gotta go. 3 cycles. Peter? Aren't you forgetting something? Are you? Oh, right. Cage. The point of even getting the Farkin thing is looking like they mean business. All right, Rocket. Time to put on your monster face. I only got one face, Quill. Are you sure about this, Peter? Look at him! You better have one hell of a sales pitch. Wir werden unser Verkaufstalent beweisen, eigentlich, wa? Ja. Remind me again. How many missions have we been on so far? 13? 14, if you count Contraxia. Contraxia was not a mission. It was a mistake. All right. Point is I was able to sell you, Gamora, daughter of Thanos, intergalactic assassin, as a hero. 14 times! Fine. I think he's made his point. Ist lustig, dass das Ding sogar die Größe anpasst, Eike, ne? Gamora, can you help me with this? What? Why? To guarantee your safety as our leader. Ah, come on. She's got you there, Quill. Now shut up and start pulling. Will you stop worrying so much? You're gonna start growing knots again. Danach dann, Peter, komm her, mach meinen Käfig sauber. Okay, here we go. Wir müssen ihn auch noch ziehen. Erinnert mich irgendwie, ich weiß nicht, Eike, erinnert mich irgendwie an eine Regenbogenbrücke, kann das sein? Nicht wahr? Ja. Whoa! Okay, whoa! A little bit close. They seem so peaceful here. Never saw a real whale when I was a kid. Guess this sort of counts. I'm sure it's real pretty, but can we not draw its attention while I'm stuck in a Flarkin cage, please? Was passiert da? Ach so, zwischen nicht zwischen Sequenz, ein- und ausblenden, um das ein bisschen abzukürzen. Does anybody have like a campfire song or something we could sing to kill the time? Ooh, I know one. It's called. Please stop. All right, yeah. Okay. Das wollte er echt singen. Is please stop the name of your song? No. Okay. So, how long before someone else wants to pull this thing? Niemand. 60 clicks from the fortress. I'd say closer to 75. Well, there is only one way to know for sure. 0.1 clicks. 0.2 clicks. Jetzt zählt er auch noch die Zeit.
2.1. 0.3 clicks. 4.5. 0.4 clicks. 0.5 clicks. 0.6 clicks. For the love of Flark, stop counting clicks. Eike? Ja. Ich glaube, Peter hat gerade einen außerkörperlichen Moment. Vielleicht macht sie ihn das so. Oh nein, es kommt eine Zwischensequenz. Thirteen whole years. Look at you. Where does time go? I'll be up in a sec, I promise. Right. Und da sind wir schon wieder in unseren 80er Jahre Keller, Eike, nicht wahr? Mit der viel zu leichten Rockmusik der Gruppe, die extra für dieses Spiel gemacht wurde. Aber hey, weißt du, was der Vorteil daran ist? Eike? Ja. Jetzt können wir uns all die Dinge hier nochmal anschauen, die wir beim Anfang der ersten Folge hier übersehen haben. Was nicht so viel war. Können wir das eigentlich abstellen? Nein. Nee. Kann doch was anderes machen mit der Tasse? Nein, nein, nein. Okay. Könntest du unsehen als 80er Jahre Peter Quill. Gut, die ausgedachten NES- oder C64-Titel da, Spiele kennen wir schon in der Zeitschrift, kennen wir auch schon. Den Comic, der nur 30 Cent wert ist. Aber das haben wir letztens übersehen, Eike. Weißt du, erinnert sich noch dran? Gotta beat Jamie's high score. This is embarrassing. Ja, wer ist Jamie? High score. Er ist nur Platz 2. Und der Andy. Eike? Ja, wir haben das erste Mal in der ersten Folge, haben wir das Coleco Vision hier übersehen. Oder ich habe das Ganze übersehen. Ich steuere den ganzen Kram hier. Weil ich mir nicht sicher bin, ich glaube, die ganzen Spiele, die hier liegen, sind auch alles nur erfunden. Bis auf die Konsole. So, den Rest kennen wir ja bereits, ne? Ja, Samantha Fox, Funder statt Hunder, Last Starfighter, Tron, das komischerweise nicht verfälscht ist, und Skateboard. Und Loop Game. Und Death Adventure. Und der Rubik's Würfel. Und Space Shuttle Adventures. Ja, damals als Space Shuttle noch cool waren. Dann kam die Challenger. Ich war Eike. War das jetzt uncool? Eike? Mom says Grandpa used to play this a lot when she was a kid, but it's been busted ever since I can remember. Ah. Der alte Kellerpiano. Oh, können wir uns auch hier verbessern? Nein, ich glaube nicht. Hey, Eike, was meinst du? Eike? Meinst du, wir sollen uns hier nochmal umsehen oder wollen wir jetzt direkt so hochgehen zur Mutter? Andy says you can get a brain parasite if you share a toothbrush. Imagine that. Something growing inside of you. Slowly taking over. Ja, dasselbe passiert bei Veganern. Oh. So. Be warm enough to spend the night in the yard soon. I love falling asleep looking at the stars. Wondering what might be out there. Ah ja, ich hab auch mal gezeltet im Garten. Macht man einmal und dann hat man nicht mehr Lust drauf. So cool. Was haben wir denn da? Night of the Cosmos. Ich habe zuerst gelesen Night of the Cosmos. Incipitent, ja, das wird der Robot, der Robokopf sein. Animal Graveyard. Bei Stephen Fling. Wahrscheinlich. Meine natürlich Steven Bachmann, natürlich. Well, 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 look who decided to finally come up. Where's my cake? I warned you. No, you didn't. Oh,
am so full. Mom. Oh. Okay, sit your butt down, Slowpoke. Deswegen trägt sie diese weiten Mom-Jeans. Sie den ganzen Kuchen reingezogen hat. Don't worry, I'm not gonna sing. I like your singing. Well, you might be the only one. Go on, make a wish. You're officially a teenager. Oh. Ach, sie soll noch abhusten hier. Look at all those girlfriends. Someone's gonna be really popular at school. Mom. What? You are very handsome. I'm sure Wieso? All the girls are gonna be falling on. Weil ich nicht alle Kerzen erwischt habe? Scheiße. Why would I wish for anything? I've got everything I want. Oh, what huge favor are you about to ask me? Just 10 bucks. Dan, Andy, and I want to go see Night of the Cosmos at the Rio tonight. A movie? Tonight. Come on. It's gonna be sick. It's about these zombies that invade Earth, and then it's up to these kids that have to blow them away. I don't think I want you to see that, Peter. I let you watch the Hockey Mask one, and you were sleeping in my bed the next 3 nights. Relativieren oder abwiegeln? Hast du in meinem Alter nicht auch schlimmere Filme gesehen? Ach, wer kennt es nicht? Relativieren, so schlimm ist er nicht. Ike, bist du noch da? Ja, du hast nicht geantwortet vorhin, als wir im Keller gewesen sind. Ich weiß. Ja, das fand ich nicht cool. Ich würde sagen... Ich glaube, das ist eigentlich egal, ob abwiegeln oder... Müssen wir Twitter relativieren. Natürlich, relativieren. Aber das ist, muss ich zumindest sagen, ist immer noch ein cooler Kuchen, oder? That was ages ago. And this one isn't even that bad. It's PG-13. And I'm 13. Exactly. PG-13 may contain violence and nudity. Mild nudity, like butts and stuff. Butts and stuff. You're not helping your case. No, I wanted us to have some us time tonight, you know? Maybe finish our game. You can't duck out right when I'm about to win. Wir wissen ja, PG-13 war in den 80ern Kompromiss. Ein bisschen anders als früher, nicht wahr, Ike? Als heute, meine ich. Wo soll ich das wissen? Ja, ich Kompromiss. Weiß das doch, ne? Siehe Indiana Jones oder diverse Komödien aus den 80ern, ne? Ja, bla bla. Rache der Eierköppe. War das PG? Egal. Können wir nicht noch alles machen? Ja. We can still do all that stuff. Or some of it. Tomorrow. You're always telling me to get out of the house more. A movie theater does not count as out of the house, and you know it. Pretty please? I don't know. Truck's still in the shop, and I don't want you walking alone in the dark. There's been a lot of weirdos out there. It's not safe. Ich glaube, sie will etwas. Sie hat was zu verbergen, Eike. Argumentieren. Nicht wahr? Ja, sie weiß, dass abgeholt wird. Ja. Zwar nicht von Vatern, der ein Planet ist. Sondern eher von jemand mit einer Finne auf dem Kopf, ne? Der sich dann sagt, ey, I am Mary Poppins, ja? I'm not a little kid, Ma. I walk home from school all the time. And yesterday it got you that black eye. I told you, I was... I know! You were standing up for someone, which is a good thing. But you cannot go punching your way out of every problem, Peter. So was machen Marvel-Charaktere doch dauernd. I couldn't just stand there. No, of course not. Okay, get me my purse. Sind für dich, da du es ja schon am Anfang der ersten Folge mitbekommen hast, Peter war, als er in dem Alter war, schon gleich in einem Gefangenenlager. Not so fast. Before you go, there's something I want to talk to you about, something I want to give you. 20 bucks? Don't push it. Think of it as a long overdue gift from your father. It's upstairs on my bed. Go on and get it while I finish up in the kitchen. And we can open it together. Er war jahrelang im Gefängnis, weil die Feinde seines Vaters ihn erpressen wollten. Don't you dare touch that dial. Genau, noch ein bisschen weiter drücken und schon. Nee, es geht nicht. Ich kann es nur anschauen. Kennt man ja ein kleines bisschen verheizt und schon ist der Radiosender weg. Now you're too old for gifts? What? No. I was just looking around, remembering things. Grandma and Grandpa. Wish they could have been here too. Ja, ich glaube, die sind erst vor letztes Jahr hier gestorben, deswegen ist gar nicht ihr Haus hier. The cake looks super professional. Are you sure you didn't buy it?
Save the flattery, Peter. Natürlich, die habe ich auf eBay gekauft. Ach Quatsch, das gibt's ja auch gar nicht. Leave that alone, I love it. And look, it even has your little handprint on it. Ja, ich habe in Schule auch mit Ton gebastelt. 80er waren so gut! Waren sie nicht! Waren sie nicht! Nicht wahr, Eike? One day, I'll have to get down there and just throw everything out. My pants didn't do much better than my eye in that fight. Haben sie ihn die ganze Zeit, haben sie ihn auf die Hose gehauen oder wieder was? Ah. Was haben wir sonst noch hier? Natürlich das Schnaps-Schränkchen. Schäppchen. We're just going to the movies. What could happen? Wie war das nochmal, Eike? Ich glaube, er war dann von Chitauri, ist dann in Chitauri Strafgefängnis gelandet, oder? Hab ich auch gerade gesagt. Ja, du hast nicht gesagt, welches. Wonder if she got me a new glove for my birthday. Habe ich auch nur einen Guardians-Comic oder Film gesehen? Nein. Und gelesen? Aber du hast, du hast in das Wiki geschaut. Richtig. Natürlich hast du das. Ja, shoot. Ich bin kein Fan von the laundry away 2 days ago. Ich hasse I'll do alles. First thing in the morning. Scouts wenn ich einen Film, wenn ich einen Film interessant finde, gucke ich das Ende und dann... Da liege ich mich auch zu Tode. Ich kann mich nicht gedulden. Ich wusste schon im September, dass es einen Cushing-Skin gibt. Hast du dir alles schon wieder anschauen lassen? Ja, ist das gespoilert. Here we go. She's a lovely girl, Peter. She listens to disco. Drei Stunden bevor der Livestream losging, habe ich mir ein Bild von dem Cushing Skin rausgesucht, um zu wissen, wie er aussieht. Mhm. Ob der Hund Indiana heißt? Hey Kubrick, buddy. No matter how long you wait here for Grandma and Grandpa, ja, Kubrick, they're not coming essen. Back. Sorry. No. Ich bin ja eigentlich eher ein Katzentyp, aber in dem denke ich mir auch so, oh, ich wette, der Hund wird an Einsamkeit sterben, Eike. Deine Mutter stirbt an Einsamkeit. Andy said his older brother would give us a ride. Das ist nicht witzig. Ist es nicht. Was haben wir da? Ach, Risiko. So sieht das mal aus. Mom's pretty close to winning this game. Ist doch Risiko, oder? Wo soll ich das wissen? Kann sein, müsste es eigentlich. Ist auch was anderes, was sie sich wieder ausgedacht haben, weil sie nicht die Rechte hatten. Was ist das für ein Baseballspiel? Es passiert überhaupt nichts. Ja, das ist wie echter Baseball. Ah! Aber das da kenne ich, Eike. Hero Chase, Moonspell und Goodies and Baddies. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, was Goodies und Baddies in Wirklichkeit ist. Und Moonspell könnte, keine Ahnung. Das Spiel des Lebens sein? Keine Ahnung. Aber Hero Chase ist, wie heißt es? Dink. Mystic Quest? Nein, Quatsch. Oh, verdammt, wie heißt es denn? Dieses bekannte Hero Quest, genau. Bekannte Brettspiel. So, dann gehen wir mal unser Geschenk holen, Eike, oder? Oder wollen wir noch ein bisschen hier rumschauen? Ist holen. Little guy put up a big fight. Wouldn't have been able to land him without Grandpa's tricks. Ja, genau, wie du gerade hier durch den Boden der Treppe klickst. Okay, dann schauen wir uns nicht nochmal weiter an und holen uns einfach direkt das, was wir brauchen, ja? Können sich ja die Leute hier selbst nochmal anschauen. Richtig. Was hier noch alles so für 80er Jahre Memorabilia gibt oder hier, ach, weißt du noch damals, als Opa hier die Treppe runtergefallen ist. Oder so. Genau, hier können wir auch noch was ansehen. Ganzen UFO-Kram mit dem Hinweis darauf, ah, der Vater ist vielleicht nicht von dieser Welt. Kann Peter Quill vielleicht die Hände mit beiden Zeigefinger zusammendrücken und dadurch die Zeit anhalten? Okay, ich weiß, das war eine andere Serie, aber ja. Ist das? Nein. Sind das Asteroids Aliens, Eike? Oder ist das nur ein zufälliges Muster? Hm. Das sind Asteroids. Ah, was ist da? Seine Blaster. Oh nein. Nein, das ist die werden reingesaugt. Ah! I'll take you to the stars.